Willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. Oh, meine Titten sind ein bisschen weit unten, wie ich finde. Mein ganzer Körper sieht sowieso nackt sehr seltsam aus. Und dann habe ich einfach so gleich einen Ziegenbart. Wie doof das aussieht. Hilfe, ich habe Hormonprobleme. Mein ganzer Körper geht durcheinander. Hilft mir bitte. Und ihre Käse wächst so langsam so ein bisschen. Ist auch schön. Ist ja gut, gibt Ruhe da oben in blöden Pflanzen. Tja, Nitrado, meh, da geht gar nichts. Ich habe heute es innerhalb von 10 Stunden geschafft, den Server einmal zum Laufen zu bekommen. Das ist kein Scheiß. Er hat 10 Stunden gebraucht, um zu laufen. Und, ist er noch da oben? Nein, ich habe den, für den Screenshot missbraucht, genau. Und der Support, ja, oh, Wahnsinn, wie scheiße der Support von denen ist, ne? Teilweise richtig gut, teilweise richtig beschissen, also quasi Gewohnheit, ne? So, der eine sagt mir so, ja, wir wechseln nochmal die Hardware, dann soll das laufen. Dann warte ich eine Stunde. Also er hat gesagt, es wird so ungefähr 10 Minuten dauern. Dann rufe ich nochmal an. Ja, wurde noch gar nicht gemacht. Na, danke aber auch. Ich habe extra darum gebeten, mir noch eine E-Mail zu schicken, wenn das Ding durchgeführt worden ist. Wurde ja keiner geschickt. Also ja, gut, mache ich dann von Hand. Also es war sogar schon der dritte Anruf, ne? Wo er dann gesagt hat, er macht das dann von Hand, damit das auch wirklich auf dem Server landet, wo er das Ganze haben möchte. Hat mir auch erklärt, woran das eigentlich liegt. Also angeblich liegt. Und zwar kam mit ARK ein Update. Ich wollte eigentlich zu Fuß hier hingehen. Egal, passt. Und dieses Update hat dafür gesorgt, dass anscheinend... Warte, wir wollten ja die Axt nehmen, weil die ja stärker ist, nicht wahr? Genau. Klasse Axt. Und dieses Update verbraucht anscheinend... Hallo? Hat er gesehen, wie der vorgezielt hat? Das machen die normalerweise nicht. Die haben dazugelernt, verdammt. Und dieses Update sorgt dafür, dass das Spiel mehr Arbeitsspeicher haben. Ich kann es mal kurz zeigen. Ja, von wegen mehr Arbeitsspeicher. Wir sind gerade bei 9000. Gerade mal knapp 10 GB. Ja. Hält sich auch die Waage. Es hält sich da. Sogar weniger. Am Arsch. Dass es mehr braucht. Ich war normalerweise so bei 11, 12 GB. Ja, guck mal, gerade 10 GB geknackt. Selbst der Grafikspeicher ist noch nicht ganz voll, wenn ich das richtig sehe. Aber ich habe da auch das Overlay von Dixory drüber. So. Und das sorgt eben dafür, dass dadurch, dass das Spiel halt mehr Speicher als üblich braucht, dass es abschmiert. Dass reihenweise die Server dort einknicken und nicht starten können. Dämlich, oder? Es ist einfach so unfassbar dämlich, dass das deswegen nicht klappt. Oh, ey, ich bin so frustriert, dass der Server seit Tagen nicht funktioniert. Und, ja, wurde noch alles gemacht. Ich habe nachgeguckt, ich konnte das sehen im Startlog. Vorher hatten wir, waren unser Server auf einem... Unsere Serverdaten waren vorher auf einem Server mit 22 Kernen, jetzt auf einem mit 28 CPU-Kernen. Und ja, wenn man Game-Server mietet, dann teilt man sich natürlich diesen Server mit anderen Game-Servern. Außer man hat einen Root-Server, dann hat man den für sich alleine, dafür ist er auch extrem teuer. Und ja, hat trotzdem nicht funktioniert. Abgesehen davon, dass die Trado Jahre braucht, um die Mods zu laden, also runterzuladen. Wirklich Jahre. Ich habe teilweise Stunden damit verbracht, nur die Mods zu installieren. Ich habe sogar hier, guck mal, vom Server. Haben wir uns vorbereitet. Wie ist er abgeschaltet? Ich wollte doch extra was machen. Warte. Okay. Ich erzähle kurz zu Ende und dann mache ich das, was ich machen wollte. Weil wir können nämlich hier nichts bauen. Ich kann nur Sachen tamen, züchten und mitnehmen auf den anderen Server. Aber ich kann nichts bauen. Ich darf keine Veränderungen in dieser Welt machen, damit ich die Map nicht nochmal hochladen muss. Wo war ich stehen geblieben? Ja, und dann irgendwie so gegen 19 Uhr lief der Server dann einmal. Dann habe ich allerdings etwas falsch eingestellt. Und zwar hatte ich viermal so lange Nacht und viermal schneller ging der Tag um. Das musste ich wieder austauschen. Da habe ich einen Fehler eingetragen. Und dann lief der Server wieder nicht. Hat nicht gestartet. Großartig. Dieses Spiel läuft jetzt ungefähr seit Freitag so. Wir haben jetzt gerade Sonntagabend, 10 Uhr.
ungefähr, ja, so späten Nachmittag haben wir den Server am Freitag, wollten wir ihn einrichten. Ich habe die Tage zurück erstattet bekommen, das heißt, wieder war bei 27 Tagen oder so, jetzt war ich schon wieder bei 31 Tage. Ganz nett, oder eher gesagt, angemessen nett, dass sie es wieder zurückgegeben haben. Und deswegen ist Marksman immer noch nicht da. Deswegen, ihr dürft gerne weiter fleißig Bewerbungen schreiben. Und bitte, tut mir einen Gefallen, gebt euch ein bisschen Mühe mit euren Bewerbungen und nicht nur bitte nehme ich mit, ich spiele lieber PvE. Ein bisschen Referenzmaterial. Wenn ihr nicht zu Hause seid, dann wartet damit, bis ihr zu Hause seid, bis ihr euch bewerben könnt. Ich suche mir da nämlich sehr deutlich Leute raus und wenn halt jemand sich keine Mühe mit der Bewerbung macht, dann, dann kann ich die nicht akzeptieren. Ich verlange ja nicht von euch, dass ihr euch eine Bewerbung rausdenkt, wie bei einem Arbeitgeber, wo ich gerade bewirbt, sondern einfach nur ein paar einfache Worte, beschreibt kurz, wer ihr seid, wie ihr spielt und zeigt, was ihr schon gebaut habt. Ich muss nicht mal eure Spielzeit kennen. Ihr könnt ja spielen, wie ihr wollt, solange ihr andere Spieler nicht belästigt. Das ist alles, was ich haben möchte. Aber ich möchte einfach als einzige Anforderung, ich möchte nicht über irgendwelche hässlichen Klötzchen rumstehen sehen. Da muss ich bei mir auch noch dran arbeiten. Das ist halt das, was ich haben möchte. Ich möchte ganz gerne, dass dieser Server, dass ich mal rumfliegen kann und sehen kann, so, ach, das ist aber schön gebaut. Dass ich sowas mal zeigen kann. Das ist meine Anforderung. Deswegen möchte ich auch ganz gerne ein bisschen Referenzmaterial von euch haben. Quasi ist das euer Profil, euer Bewerbungsbild. Das ist das, was euch ausmacht, was zeigt, wie ihr bauen könnt. Ja, weil wenn ich mich zum Beispiel jetzt auf einem Server wie meinen jetzt bewerben würde, wo ich drauf spielen möchte, dann würde ich denen das Video schicken, wo ich die Vulkan-Base, die aus Staffel 4 zeigen würde, um zu zeigen, guck mal, so baue ich, wenn ich möchte. Und ich möchte gerne auf deinem Server spielen. Sowas meine ich. So gut, ich muss da kurz nochmal neu starten, weil ich wollte eigentlich einen T-Rex mit 1500 Milli-Damage runterladen und den mit unseren T-Rexen paaren und die alle wieder hochladen und wieder mitnehmen oder so ähnlich. Vielleicht sogar noch ein paar coole T-Rex-Sättel machen, dass wir einfach mal so ein bisschen so Spaßtiere haben. Aber das war auch genau dasselbe Problem, was wir auf dem Server auch hatten. Also auch hatten, was der heute mal lief. Es war eingeschaltet, dass man Items runterladen kann, aber es ging nicht. Geil, oder? Gut. Wir sehen uns in einer Sekunde wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Und während die Texturen hier laden, aha, können wir mal die Monster, die wir früher gezüchtet haben, in Staffel 3 war das. Das ist noch Tiere aus Staffel 3. Ihr wisst, was das heißt. Die haben die hohen Stats. Ich hoffe, es klappt hier. Das war wirklich ausgeschaltet. Transmit Arc Data. Ja, jetzt geht das wieder. Gut, die bleiben da drinnen. Das war nämlich so ein bisschen Backup-Equipment, um halt nicht wieder alles neu farmen zu müssen. Ich glaube, es kennt es. Ich glaube, die haben sogar hier besseres Zeug, ne? Ja, Tatsache. Das ist aber alles Serverware. Und das haben wir da hergestellt. Und ganz ehrlich, das war nicht das Problem. Wir haben Sachen geschafft, erreicht und die wollten wir natürlich auch wieder mitnehmen, ne? Und wenn ich halt what the fuck? Okay. Und wenn wir halt das auf Escanded haben, damit wir das Schwert da reinschieben. Guck mal, hier zum Beispiel ist ein Beispiel. Da auf dem Server hatten wir das Ding noch nicht. Da würde ich natürlich das Ding hier reinschieben, nicht wahr? Würde ich natürlich ganz gerne mitnehmen. Mein Erfolg. Weil, guck mal hier. Kein Kristallaxt. Keine. Die will ich mitnehmen, verdammte Scheiße nochmal. Marschbeigelegenheiten aber noch, Manuel. So, da können wir gar nichts haben. Download, Kandidat Nummer 1 und Kandidat Nummer 2. Ich glaube, es sind sogar Männchen und Weibchen. Level 208, Millidamage 1300. Da steht nicht, welches Geschlecht der hat. Nein, oh, guckt euch die Viecher an. Davon holen wir uns jetzt ein Kind. Das wird klasse. Download Dino, plupp. Donald Dino, plupp, wie das aussieht. Ganze. So, was haben wir denn hier? Ein Männchen. Ihr habt keine Mateboots, ihr seid beide Männchen. Und ihr habt keine Sättel. Mail. Mail. Wir brauchen ein Weibchen für euch. Kommt mit. Ich zeige euch meinen Ort. Könnt ihr das? Ja, doch, ging gut. Ja, es sind wirklich nur so Spaßtierchen. Wir werden jetzt gleich einen Sattel verpassen, vielleicht auch einen schönen starken. Und oh, guck mal, die haben wieder Probleme. Ich liebe T-Rex, die sind immer so schön scheiße. Ich hatte mal 4 Stück von denen, aber die sind weg, die Weibchen. Die Mutter von denen war auch gut. Ich glaube, der Vater von denen war richtig geil.
Warum haben die so viel Melee-Damage? Es ist keine besondere Zwischung oder sowas. Es ist einfach nur so, dass früher irgendwann, ich glaube, erstes oder zweites Quartal 2016 haben die Entwickler sich gesagt, ey komm, das wäre doch so viel besser, wenn wir einen Nerf einbauen, dass sämtliche Dinosaurier nur noch einen Bruchteil ihres Schadens und HP machen und bekommen. Und das war der Tag, an dem alle Tiere scheiße waren. Ja, unsere Rexe früher waren besser. Und davon habe ich natürlich zwei aufgehoben. Und ja, ich ärgere mich, dass ich mir nicht ein Männchen und ein Weibchen aufgehoben habe. Jetzt müssen wir gucken, ob wir da ein Weibchen haben. Und habt ihr eigentlich irgendwas im Inventar? Kandidat 1, Kandidat 2. Gar nichts. Werden die Sachen gelöscht? Kann schon sein, ne? Gut. Sattel. Sattel. Ah. Ah, ich häng fest. Du bist ein bisschen im Weg, Sir. So, was war denn hier? Bonnie? Muss ein Weibchen sein. Und Clyde. Ich glaube, du bist das Männchen. Und du bist, glaube ich, ein kleines bisschen stärker als das andere. Bonnie ist Level 131. Das dürfte sogar eigentlich sogar noch gehen. Solange wir die Melee-Damage... Ah, das Problem ist, es wird nichts bringen. Weil das, der Melee-Damage wird nämlich ungefähr diesen Stats hier entsprechen. Weil die werden ja nicht mit 1300 Melee-Damage auf die Welt kommen. Es könnte aber sein, dass sie sogar mit 600 Melee-Damage auf die Welt kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben früher halt einfach so viel mehr XP dazu bekommen. Warum zum Teufel steuere ich dich eigentlich so? Ich kann dich doch einfach so bewegen. Genau. So. Du gehst da hin. Ich mache das gleich bereit zur Paarung. Ach komm, wie schön, dass alles wieder flackert. Da links. Haben wir noch einen? Ja, da hinten ist noch ein anderer Rex. Aber das Männchen. Das ist ja ein Power Ranger. Der rote Ranger muss ja ein Männchen sein. So, das machen wir mal zu. Warte mal. Ich will mal so ein Baby-Sirisino sehen. Die könnten lustig aussehen. Oh Mann, das ist ziemlich cool. So, Kandidat Nummer 1. Wobei, wisst ihr was, Kandidat Nummer 1? Ihr habt beide eh gleicher Wurf, ne? Ihr habt keinen Sattel. Komm mit. Wir müssen ein bisschen Liebe machen. Und, eine Sache noch. Bevor wir das Baby ausbrüten, werden wir mit dem Kandidat 1 oder Kandidat Nummer 2 ein bisschen Spaß haben, weil die cool sind. So, Following. Following. Inable Wandering. Inable Wandering. Und du bist das Mädchen. Das heißt. Und er kann sie sogar decken. Gut, wir sehen uns dann nach einem kurzen Cut nochmal wieder. Bis gleich. So, das Ei ist jeden Augenblick gelegt. Ich wollte jetzt mal ein bisschen früher anfangen. Und. Da kommt es. Du folgen. Du folgen. Disable Wandering. Disable Rendering. Nicht mehr bewegt. Können. What the fuck? Lass mir wenigstens mal eine Sekunde Zeit oder so, bevor du es mir wegschnappst. Aber das ist eigentlich gar keine mal so schlechte Idee, das in der Nähe von dem Teil hier zu machen. Dadurch verhindern wir nämlich eigentlich, ja, dass die Dinge auch einfach ausgebrütet werden, wenn die sofort hier reingepackt werden. Außer wir bekommen die Haltbarkeit dazu. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Wir könnten uns dadurch wirklich sowas hier machen. Die kleinen Tiere hier alle auf Wandering stellen. Die melden sich dann gegenseitig. Regelmäßig. Und die Eier, die werden dann sofort weggepackt. Dadurch könnten wir sogar neben unserer Kibbelfarm auch eine Fertilizer-Eggfarm bauen. Okay, das behalte ich mal im Hinterkopf und vielleicht können wir es ausarbeiten. Gut. Das nächste ist, dass Bonnie uns ihren Sattel gibt. Das Mensch hat keinen besseren, oder? Bin mir gerade nicht sicher. So, das Ei packe ich eben in den Kühlschrank. Den Sattel werde ich verbessern. Und ich kann eigentlich den Mitarbeitereingang nehmen. Oh. Hallo Luna, wie geht's? Ich würde hier gerne streicheln, aber es geht nicht. Tut mir leid. Ich gebe hier ein bisschen Melee-Damage, okay? Ja, ja, guck mal, der will jetzt mit dem Schwanz. Sieht ihr das? Die freut sich. Genau. Trocki? Für dich dasselbe. Du kriegst noch ein bisschen HP. Und ein bisschen Melee-Damage. Guck mal, der mit dem Schwanz wedelt. Und da freut er sich.
Genau. Da heulen wir. Gut, das Ei da rein. Das brüten wir nämlich zum Ende in der Folge aus. Jetzt wird das mal wieder ein bisschen gejagt. Und zwar nach Material, das wir brauchen, um unser Schwert abzugraden. Immerhin brauchen wir noch ganz viel Zeug davon. Und es gibt so eine Sorte Tiere, die mir extrem auf den Sack geht und die auch einfach keinen Spaß macht zu jagen, selbst wenn man ein starkes Gewehr und so dabei hat. So, erstmal das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und ich befürchte fast, ich brauche schon wieder ein bisschen Fiber. So, erstmal hier Item to Upgrade. Es fehlt mir Fasern. Ja, genau, der ist ja dänglich, genau. Das vergesse ich manchmal. Wo habe ich die hingepackt? Wahrscheinlich habe ich alles schon verbraucht, ne? Da ist nix. Da ist auch nix. Ja gut, ich mache nochmal kurzen Cut. Besorg ein paar Fiber. Ja, ein paar Fiber. Warte mal. Ich wollte eigentlich ein paar Namen vergeben. Machen wir erstmal das. Okay. Das Megaloceros Weibchen war... Ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Das war einfach nur im Dingens. In den Kommentaren. Dana. Hat mir gut gefallen. Darum habe ich das genommen. Dann das Männchen. Change Name ist Dieter. Dieter. Der kleine Hutzenscheißer da hat noch keinen Namensvorschlag. Und der hier. Komm raus. Ah, was ist los? Ich habe einen Namen für dich. Ah, cool. Wie nennt man mich? Geh dich vergraben, du bist hässlich. Okay. Nein, Spaß. Oh, krieg einen guten Namen? Nein. Oh. Doch, eigentlich schon. Change Name. Der Name ist ein bisschen blöd auszusprechen. Barin. Barin. Ich würde mal sagen, es heißt Barin oder ansonsten Barine. Keine Ahnung. Nennen wir ihn Barin. Oh, danke für den schönen Namen. Ciao. Ciao. Und du hast einen Namen. Gut, das waren die Namen. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem Fiber. Wie ich es geplant hatte. Ein Sattel von 91 Stärke sollte erst einmal ausreichen. Jedenfalls bin ich mir da fast sicher. Habe ich irgendwas, was ich noch gerne mitnehmen möchte? Nein, aber mir fällt ein, diese Ausrüstung hier war eigentlich noch für den Marksman gedacht. Und ich habe einfach, das habe ich zum Beispiel auf dem Server erst gemerkt. Ich brauche nämlich noch Handschuhe. Weil sonst ist das halt einfach unvollständig. Armor. Okay. Gerade gedacht, hä, wo ist der Rest? Wollt ihr mich verarschen? Ich brauche das Zeug doch. Und da ist es auch schon. Gut. Das haben wir auch gehabt. Und unsere schöne ihre Ziegenbartdame geht jetzt auf ihren neu gewonnenen, nicht so ganz legal erhaltenen T-Rex. Und wir können mal gucken, wie viel Schaden der macht im Vergleich zum Giganotto. 15k, 1400. Das ist das Weibchen. Ja, ich häng fest. Moment. Kandidat Nummer 1. Hat mehr HP, aber weniger Melee-Damage. Dann nehmen wir halt Kandidat Nummer 2, weil er mehr Schaden macht. So, 91 Verteidigung. Und hat er eigentlich auch einen guten Wert auf Stamina? Ja, sogar das hat er. Wow. Also früher war alles besser. Da waren die Gegner nämlich leichter zu töten. Ich gehe mal ganz kurz zur Puppe, damit wir mal gucken können, wie viel Schaden wir machen. Während Clyde uns aber den Weg da versperrt. Oh Gott, ging aber gerade so, ne? So, und zwar machen wir... Okay. 10k Damage an eine Puppe. Jetzt prüfen wir den großen Giganotto. Der ungefähr die gleiche Menge an AP hat, nur minimal mehr. Und zwar, ja gut, 2.000 bis 3.000 mehr AP. Und jetzt schauen wir mal, wie sich der Melee-Damage bei dem bemerkbar macht, wenn ich jemals mit dem zur Puppe komme. Irgendwie habe ich es dann doch nochmal geschafft. Und? Ah. Was hat getroffen? Das ist dein Ernst? 444? 444 gegen eine Puppe? okay. Warte mal, das ist ein Trike. Ich geh mal kurz am Trike testen. Hallo. Das sind 1000 Schaden. Gute 1000 Schaden, wohlgemerkt. Da kommt ein Raptor.
Ich glaube kaum, dass er hier lange überleben wird. So, da nochmal über 1000 Schaden am Lystro. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, haben wir ungefähr einen Wert, so wie stark denn der Giganotto ist. Er wird ja noch ein bisschen stärker, während er halt am Rumragen. Das ist ja normal bei Giganotos. Dafür werden sie halt auch unkontrolliert. Wo ist der Rex? Der steht hinten irgendwo. Da kam da gerade ein Raptor. Den würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Aber zuvor trinke ich kurz einen Schluck, ohne meine Wasserflasche verwenden zu müssen. So, ist ein Happen. Und dann suchen wir mal kurz einen Raptor auf. Ich möchte nämlich nicht, dass er hier Unfug treibt, mir die Tiere anbeißt und Unruhe stiftet. Alle Tiere hier wollen auch nur leben. Ich meine, die haben nicht mal mehr ein eigenes Zuhause und stehen nur nutzlos rum. Was mich dann aber hoffentlich bald ändern wird. So, wo bist du denn, kleiner? Da. Repti. Scheiß Name. Ja. Vielleicht geben wir uns auch was anderes reißen. Probieren wir doch mal unser Glück an dem, an einem Trike hier. Ich bin mal echt gespannt, wie viel Schaden der eigentlich macht. Ja, okay. Ich habe ehrlich gesagt mit einem etwas anderen Wert gerechnet. Gut. Also der Rex ist auf jeden Fall vom Melee-Damage her trotzdem noch schwächer als der Giganotto. Aber halt gegen Puppen stärker. Ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich einfach nur, dass die Puppe für den Arsch ist. Würde ich gerade behaupten. Aber der Rex ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen schneller als der Giga. Vielleicht sogar auch ein bisschen ausdauernder. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Schöne Tiere auf jeden Fall. Ein T-Rex von früher mit 1400 Melee Damage. Und er kann immer noch leveln. Ich glaube, der kann sogar noch fast 20 Level machen. Mit den Levelerhöhungen seit damals bestimmt. Warte mal, sofort gestorben. Vor der nächste. Das geht schnell, nicht wahr? Schatten, what the fuck? Ist ja gut. Na, bist du wütend? Keine Sorge, gucken wir uns auch noch dran. Ich glaube, ich gehe mal kurz in den Wald, weil ich will wirklich ganz gerne ein paar Sauropods besorgen. Und wenn ich das halt mit dem hier so schnell bekomme, dann ist das einfach der ideale Ort, weil das ist ein Kompi. Boah, ist der klein. Krieg den nicht mal. Jetzt ist er weg. Da ist er nun, der Wald. Groß. Düster. Und voller Beute. Guck mal, wie ich reinbeiße. Die einfach sterben. Aber wie toll das einfach früher war, ne? Da konnte man früher so richtig schön. Ja, man konnte hier damals richtig schön leveln. Die haben ja auch die XP-Raten untergesetzt durch das Töten irgendwann. Was auch voll dumm war. Man konnte damals richtig, richtig schnell leveln einfach. Komm an. Tyrannodon, jetzt ist er weg. Gut, ich suche ein paar bestimmte Tiere. Warte mal, T-Rex, ich glaube, du kennst den Geschmack vom Bärenfleisch noch gar nicht. So alt bist du, nicht wahr? Du warst ja dein ganzes Leben lang in der Stasiskammer im Obelisk. Guck mal, du kennst auch den Geschmack noch nicht, ne? Und? Ist gut, ne? Guck mal da, Bärenfleisch. Ah, lecker, lecker, lecker. Auch noch mehr Bärenfleisch. Ne? Ja, ich weiß, das gefällt dir, ne? Das magst du. Ah, lecker. Aber du willst gerne den Geschmack von Diplodocus Fleisch erleben, nicht wahr? Ich weiß. Guck mal hier, Melee-Damage. Korrumpiert. Wir haben gerade ein Level abgegeben mit Melee-Damage. Und er kriegt eigentlich nicht mehr so viel ab. Ja. Eigentlich müsste ich ja auf die Flussseite gehen. Also nicht von dem kleinen Bach hier, sondern von dem Fluss an der Vulkanseite. Um so ordentlich an das ganze schöne Fleisch ranzukommen, was da rumläuft. Ich meine, was wir da alles haben. Diplos. Und dann muss ich eigentlich. Gehe ich in der Richtung in den Sumpf? Ich weiß halt gar nicht. Wir haben da Diplos. Wir haben da. Ah, eine Schlange. Schlangenfleisch ist eklig. Das haben wir eben schon ausprobiert. Wir haben dort Brontos, wir haben Rexe und ich bin auf der falschen Seite. Wir haben dort. Ich bin mir fast sicher, wir kommen da sogar an Abyss ran. Wobei. Oh, du könntest. Ja, nee. Wir wollten eigentlich ein bisschen jagen, um eben genau das Fleisch zu bekommen. Hab ich irgendwas getreten? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ich weiß. Die Kleinen, die zwischen den Zähnen passen. Ist ein Schaf? Geh weg! Ich brauche Schafe, keine Megalosaurus. Ach nee, das ist nur wieder so ein blödes Drecksvieh. Oh Mann, ich muss zugeben, ich habe in dem Wald gar keine Orientierung, ne? Auch wenn es schon ziemlich cool aussieht. Und da, Brontos! Brontos! Die greifen irgendwas an, aber ich weiß nicht was.
Oh, ein T-Rex. Oh, ein T-Rex? Und der stirbt gleich, aber ich will doch die Sachen da haben, die der hat. Weg da! Meiner! Nein, 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 nein! Na! Hat dich. Ja, ihr denkt, ihr habt eine Chance? Ich bin ein Relikt aus Urzeiten. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ah, ja, Entschuldigung fürs Lachen. Ich bin halt ein bisschen wahnsinnig, wenn es halt darum geht. Oh, guck mal, ich muss halt das hier ausrüsten. Das geht alles hier jetzt so viel schneller. Guck mal einfach hier. Zack, in die Tasche. Warum sammelt der sich einfach so aus, ein blödes Stück Scheiße da oben? Und da noch einer. Ja, Mann, guck mal, wie schnell das geht. Hast du das ausgeschaltet? Disable Victim Item Collection, enable. Mal gucken, vielleicht ändert sich ja jetzt was. Ich behalte hier mal lieber, na, die ist ein bisschen schwerer, ne? Gibt's dafür eine extra Option? Disable Item Collection, das ist doch das, ne? Ja, das ist das eigentlich. Da ist ein Diplo. Ich glaube, den Geschmack kennst du noch nicht. Ist noch zu jung dafür. Ich muss zugeben, ich weiß es nicht genau. Warte, das sind keine Diplos. Doch, da ist einer. Den wollen wir haben. Und ja, ja, na, das ist unten eigentlich nicht. Ist mir egal. Na, guck mal, die kannst du einsammeln, ne? Den kriegst du nicht hin. Okay, mal wissen, warum. Ich brauche ganz viele davon, mein Freund. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil diese Maulwürfe oder was das sind, die gibt es ja auch hier im Wald. Und die sind extrem nervig. Und ich sage, die sind extrem nervig, da meine ich sogar noch viel nerviger. Weil die haben die... Da. Da. Aber die sich eingraben, ne? Da sind die so richtig scheiße. Vor allem, wenn du da drauf trittst, dann kommen die rausgesprungen und schmeißen dich einfach runter. Und der T-Rex ist zwar auf... Guck mal, wie wenig der dazu bekommt. Quasi gar nichts. Der T-Rex ist zwar auf... neutral gestellt, das heißt, er wird mich verteidigen, aber der muss halt auch selbst erst einmal wieder aus der aus dann rauskommen. Ist ja auch alles ein bisschen blöder. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ich glaube, so 20 Stück jeweils im Moment, ne? Guck mal, kleiner Konten. So macht man das hier und so. Oh, wir haben es bekommen. Wir mussten es nicht looten, wir haben es einfach rausbekommen. Es funktioniert! All das Training, die ganze Planung für das eine Sauropod. Und das ist noch ein Diplo. Wo sind die ganzen T-Rexe hin? Habe ich den alle vernichtet, versehentlich? Versehentlich. Als ob ich sowas versehentlich mache. So, komm einfach mal rein, weil es ist alles tot. So viel Schaden macht der T-Rex. Und es ist ein T-Rex. Guck mal da. Ja, diesmal hat er nicht rausgesammelt. Ne? Jetzt muss ich wieder aufstehen. Aber es geht deutlich schneller als mit selbst draufhauen oder selbst drauf schießen. Weil der T-Rex greift einfach viel, viel zuverlässiger an. Ist da irgendwas? Ja, da ist noch einer. Geh mal weg hier. Da vorne haben wir noch ein Diplo. Ich würde gerne mal so einen Rudel Brontos erledigen wieder. Die geben ja so schon viel mehr. Sorry. Ihr seid auch keine Schafe. Ich habe gelernt, wilde Schafe haben eben ihre Wolle noch. Darauf müssen wir halt achten. Hallo. Und ciao. Wir haben es nicht bekommen. Ach Gott, geht doch weg hier. Jetzt hättet ihr irgendwas zu melden. Guck mal, was ich bin. Ich bin ein überlevelter T-Rex auf dieser Map, ja? Ich gehöre hier gar nicht hin. Trotzdem ärgert ihr mich. Ich sollte mal erkennen, wer hier der Stärkere ist. Habe ich keine Ausstrahlung gezeigt? Guck mal, das ist stark. Hoffen wir ja nicht. Oh oh. Den Morphodons, mit dem will ich mich aber nicht ablegen. Die sind scheiße. Die holen mir ihre Freunde und greifen den Reiter an und nicht das Tier, das sie gebissen hat. Das ist halt unfair. Hoppala. Ich muss mal auf die andere Seite gehen. Ich glaube aber, der Teil, den ich in der Folge jetzt zeigen wollte, ist schon wieder fast vorbei, ne? Ich sollte mal... Ah, was? Ach, ihr seid es. Ja, guck mal, die kennst du auch noch nicht, Großer. Ach, geh ihn weg, ey. Man wollte nur klauen. Bist du ein Schaf? Nein. Schafe sind selten. Und jemand meinte in den Kommentaren auch zu mir, er hat ganz, ganz viele von den Schafen gesehen im Schneebiom. Ich glaube, was du da gesehen hast, waren tatsächlich nur die weiblichen Megalosaurus. Die sehen halt fast gleich aus.
Wäre cool, wenn man so ein Alpha-Tier sehen würde. Dann könnte man ihn halt mal platt machen, so Spaß. Greift er mich an? Tatsache, der ist so blöd. Tja, so eine Kraft hast du bisher noch nie gekämpft, ne? Also gegen so eine Kraft, nicht mit einer Kraft. Affenfleisch kennst du schon. Was ist denn noch so alles hier neu? Ja, irgendwie sehe ich... Die Tiere, die ich haben wollte, die sehe ich jetzt wieder nicht, ne? Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Die Tiere, die ich suche, die sind nie da. Das ist total scheiße. Ich müsste auf den Berg gehen, wo Giganotto ist. Darauf habe ich aber keine Lust. Ja, gut, ich glaube... Ah, da ist noch einer. Den hole ich mir. Kann ich mir aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Danke. Der Berg ist eigentlich voller Tiere. Und ohne große antiken Gefahren. Und ein Diplos auch hier. Und ich muss ihn wieder Hand sammeln. Danke. Super. Wir sind echt ein gutes Team, finde ich. Sollten sie weitermachen. Ja, auf die Schnelle sieht jetzt kein T-Rex oder so. Schade eigentlich. Tja, wir dürfen leider nicht länger behalten. Er muss wieder seine Stasiskammer auf seinen nächsten Einsatz warten. Denn wir haben jetzt schließlich noch einen dicken, fetten T-Rex, den wir, also eigentlich nur einen ganz kleinen T-Rex, den wir jetzt ausbrüten müssen. Aber der möchte gefälligst auch seine Aufmerksamkeit haben. Deswegen werde ich jetzt einen kurzen Cut machen, zurück zur Base gehen. Und dann kümmern wir uns um das Baby, ne? Also wenn wir jetzt hier nicht auf die Schnelle noch irgendwo einen Alpha sehen, der sich lohnt zu töten. Ich sehe keinen. Dann mache ich an dieser Stelle jetzt einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Gut, da wären wir also wieder. Ey, Raptor! Meine Schnecken, geh weg! Verdammt, die können durch das Ding durch angreifen. Kriegt man gar nicht. Und der rastet da gerade voll aus. Gut, egal. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, wie es so schon heißt. Der Rex hat eine unglaubliche Menge an Zeug besorgt. Oh, guck mal, das kann ich gut gebrauchen. Das und das. Davon noch ein bisschen. Oh, nehmen wir das auch noch mit. Und der Rest ist eigentlich... Egal. Den Rest brauchen wir nicht. Das Weibchen kriegt erstmal seinen Sattel wieder. Ich glaube nicht, dass sie den so unbedingt braucht, aber egal. 300% Mili-Damage. Genau. Du brüllst. Und... Ich mache einen Screenshot vom Baby. Das lockt viel besser. So, die hat ihren Sattel zurück. Genau, das wollte ich so sehen. Dann das, die Bäuche weg. Und danach machen wir mal das Baby ready. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Es bringt alles nichts, da ich das alles hochladen werden muss. Nachher. So, ja, das kannst du mal da rein. Gut. Dann würde ich sagen, ich züchte eben das Baby hoch. Ich kann die Tiere alle morgen oder so hochladen. Ist ja eigentlich kein Problem. Oh, wie schön es regnet. Ich mag das, sieht irgendwie gut aus. Und wir brauchen Fleisch. Haben wir nicht noch Fleisch da? Ich meine, Papa hat Fleisch besorgt, nicht wahr? Wölfchen ist raus. Okay, Fleisch ist genug da. Weil wir machen hier gleich wieder ein Baby. Und auch wenn ihr hier gute Wachhunde seid, das ist nicht eure Angelegenheit. Darum geht man hier jetzt zum euren... zu eurer Verwandtschaft. Ich weiß nicht, wer Papa, wer Mama und wer Kind ist. Und lasst uns mal hier ein bisschen Platz für das Kind. So. Nicht auf Essen gehen. O drücken, es rausschmeißen. So, Incubating, gut. Wer da Incubaten ist, oder Inkubaten? Ich weiß es gar nicht. Die englische Sprache ist eine sehr doofe, finde ich. Schmeißen wir kurz die Hunde raus. Aber wir schummeln natürlich ein kleines bisschen, keine Sorge. Ich hole ein bisschen Fleisch vom Papi. Papi hat hier ein bisschen was. Sollte eigentlich auch Mami mal ein bisschen was mitbringen, ne? Dreckiger Egoist. So. Der Kleine hat... Ich weiß gar nicht, was für Werte der haben wird. Ob der gute haben wird, ob der schlechte Werte haben wird, ob der nicht so geschummelte Werte haben wird. Ich weiß es wirklich nicht. So, es geht sogar relativ fix, aber mir noch nicht ganz schnell genug. Darum 20 und schnell auf Ready auf 1. Oh, gleich mal, wie schnell das jetzt geht. Kann man richtig bei zugucken, nicht wahr? Und auf 1.
Na? Tada! Nur Level 125? Was ist denn los mit dir? Du bist ein bisschen schwach, finde ich. Du schwebst. Aber du bist ein Baby. Und du bist ganz der Papa vom Aussehen her. Du bist hier ganz grün. Na, wie Papa T-Rex. Ich finde die so süß, die Nasen von denen. Die sehen immer so witzig aus. Guck mal bitte nach da, während ich ein Bild von ihr mache, okay? Ah. So. Muss irgendwie ausreichen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ihr wisst ja, wie ich am Screenshotten bin für gute Thumbnails. So, der Kleine ist ein Weibchen. Seine Werte sind... naja, geht so. Schade, das sind leider nur Mama-Werte. Und keine, wobei, Stamina sieht schon sehr nach Papa aus. Muss ich ganz kurz gucken gehen, was die Mama an Stamina hat. Wahrscheinlich hat er den Hunger von Papa geerbt. So, Stamina. Ja, auf jeden Fall Papa Stamina geerbt. Mal gucken. Food. 11.100. Weight, 800. Gut, das sind, glaube ich, die Werte, die nach Papa kommen werden. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es ein OP-Tier wird. Weight ist Mama. Ja, er hat den Magen von Papa geerbt. Er hat Papas Hunger geerbt. Das, weißt du, da gibt es schon so ein paar Qualitäten, die ein Dino von Familie erben kann. Und dann ist es nur der Appetit. Was zum Teufel ist denn hier los? Könntest du bitte folgen? Jetzt schon kastrieren? Nee, du. Targeting, Range, nein, das ist das Falsche. Ich wollte eigentlich die Follow-Distanz verringern. Genau, komm mit. Weil wenn er einmal da drinnen bleibt, dann wird er mir noch verbuggen und das will ich nicht. Darum wird er einen anderen Platz finden für sich. Möglichst in der Nähe von einem anderen Futtertrog. Ich kann sogar von hier aus gutes Bild für den kleinen Scheißer machen. Nein, kann man nicht, weil er mich immer anguckt, das kleine Dreckscheißer-Feeding, ey. Oh, wie süß! Okay, mal gucken. Komm mit. Futter haben wir da. Ist auch Fleisch drin? Ja, aber nicht sehr viel. Ja, das geht eigentlich. Kommst du? Du gehst zu Mama ans Gehege, die nicht da ist. Bei den ganzen lieben Ciricinos. Die werden sich freuen, dich zu sehen. Die haben so kleine Stinker wie ich zum Fressen gerne. ja. So, genau. Ein bisschen so mittig. Das ist perfekt, weil hier bist du dann nämlich... Du bist noch ein Baby, ne? Genau. Weil hier wirst du auf jeden Fall in der Nähe vom Futtertrog stehen. Ah... Das sollte gehen, wenn nicht, du hast eh nur Futter da. Und Mami wird auf dich aufpassen, mein kleiner Schatz. Genau genommen bist du nicht, mein kleiner Schatz. Und ich muss noch irgendwie gleich die dicken Rexer wieder zurück zur Base bringen. Ich mache das, glaube ich, morgen. Oder, ja, wahrscheinlich morgen. Wenn ich versuche, den Server zu starten, weil das ist noch nicht ganz verloren. Weil dann ist der nämlich erwachsen, der Kleine, weil der kommt nämlich mit in die neue Welt. Ne? Du kommst mit. Und ich muss noch den Ceresino wieder reinstellen. Und der Sattel kommt noch mit in die neue Welt. Das heißt, weil der hat mein ganzes Metall verbraucht. Oder? Ja, das ist ein Erbe von Papa. Der kommt auch mit in die neue Welt. Ui, wenn das Ganze mal funktioniert. Ich hoffe es. Ich muss mal die Sachen dafür zusammensammeln, für das, was in die neue Welt kommt. Kandidat Nummer 2. Hast du irgendwas da drin, was mitkommt? Ich glaube nicht, ne? Nein. Das Fleisch ist mir egal. Du hast, glaube ich, auch gar nichts, ne? Nein. Darf ich mal gehen? Danke. Ich meine, das ganze Fleisch ist mir ziemlich scheißegal. Aber die Trophäen und so jetzt eigentlich weniger. Das heißt also, ich nehme die einfach alle mit in die neue Welt. Dann sind die auch gleichzeitig mal geklont. Ist natürlich nicht gerade fair, aber ist mir scheißegal. Aber dann ist es auf jeden Fall schon mal erledigt. So, das Metall.
Teil auf dem Server reicht, das ist egal. Da muss ich halt einfach weiterbauen. So, das sind vor allem so die Sachen, die ich halt mitnehmen möchte. Dann sind das hier die... Das sind die New World Items. Die darf ich nicht vergessen. Ich weiß zwar, dass ich meine Sachen zwar anbehalten werde, beziehungsweise ich werde sie halt nicht verlieren. Aber dennoch... Das sind New World Items, ne? Die Sachen muss ich mitnehmen in die neue Welt irgendwie. Mal gucken. Gut, dann würde ich sagen... Weil ich habe, weil das Problem ist nämlich, wenn das aber wirklich so lange braucht zum Hochladen und zum Laden und so, zum Starten, und das bis morgen nicht behoben ist, dann kann ich das nämlich immer noch hochladen und dann habe ich immer noch das Zeug dann auf dem Server und muss halt nicht wieder den Safe State wieder hochladen und wieder 100 Jahre lang mit dem Serverstart warten, dann doch wieder hier anfangen wieder zu spielen im Singleplayer. Nur um das Ganze dann wiederholen zu dürfen, um dann einfach nicht wirklich vorwärts zu kommen und ständig die Welt aktualisieren bin. Das bringt ja auch nichts. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben alles erreicht, was ich heute erreichen wollte. Ich hoffe, ich dachte eigentlich erstmal, die Folge wird relativ kurz, aber ich glaube eigentlich nicht. Ist ja auch egal. Aber ich würde mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr nach oben abonniert meinen Kanal. Drückt mir fest die Daumen, dass es mit dem Server endlich mal funktioniert, weil ich bin einfach extrem genervt schon davon. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.